Wenn ihr wissen möchtet, wie dieses Foto entstanden ist, dann bleibt dran. Ich zeige euch das jetzt direkt hier bei mir im Fotostudio und anschließend noch am Computer mit Photoshop mit dem endgültigen Ergebnis. Bleibt dran, bis gleich. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier in meinem Fotostudio. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Andreas und ich bin Fotograf und Bildbearbeiter und ich habe jetzt in den letzten 5 Monaten 48 Filme gemacht zum Thema Photoshop, Satellite 3D, Bridge und so weiter und so fort. Und jetzt fange ich endgültig an mit der Fotografie und ich möchte euch jetzt in dieses Setup hier entsprechend mal mit reinnehmen. Und ich habe mir was ganz Einfaches ausgedacht. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, nur mit einer einzigen Taschenlampe entsprechend dieses Fotoshooting nachzubauen. Ja, ich habe zwar hier im Endeffekt so ein paar Stative stehen und so weiter und so fort. Ich habe hier noch ein bisschen Dauerlicht aufgebaut. Das ist aber im Endeffekt jetzt nur für das Video. Das machen wir auch gleich aus, damit ihr sehen könnt, was ich hier mache. Und alles, was man jetzt hier mit Stativen und so aufgebaut hat, das kann man natürlich auch anders lösen, zum Beispiel mit einem ganz normalen Küchentisch und mit einem Besenstiel und so weiter und so fort. Ich zeige euch gleich mal im Detail, was ich hier genau aufgebaut habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Bleibt bis zum Ende dran. Ich zeige euch am Ende des Videos noch, wie ich das in Photoshop noch verfeinert habe, das Bild, beziehungsweise im Camera Raw Filter. Und ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar möchte ich dieses Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, im Endeffekt halbwegs gleich wieder nachbauen. Und ich habe hier schon alles soweit vorbereitet und ich werde euch jetzt im Endeffekt einfach mal zeigen, was ich hier genau aufgebaut habe. Und dazu nehme ich mir jetzt mal meine kleine Osmo Pocket und werde mal hier im Studio ein bisschen rumgehen und euch im Detail alles zeigen, was ich hier gemacht habe. Also grundsätzlich erstmal, ich möchte heute eine Physalis fotografieren, eine ganz tolle Frucht, ja, die liegt schon da komplett positioniert, da darf ich jetzt auch nicht mehr dran gehen, da habe ich wirklich lange gebraucht, um die genau so zu positionieren und das ist auch grundsätzlich bei mir so, wenn das erstmal alles aufgebaut ist, dann trinke ich mir erstmal einen Kaffee, dann überlege ich nochmal genau, bleibt das alles so oder verschiebe ich da nochmal irgendwas und erst dann fange ich an zu fotografieren. Es darf dann auch keiner mal hier in mein Fotostudio rein, nicht, dass hier doch nochmal einer irgendwo gegen das Stativ stößt oder so und dann steht das plötzlich wieder anders. Ja, das sind bei mir Millimeter, die ich hier einstelle und ja, okay. Und das ist halt diese Physalis, das ist eine tolle Frucht. Der Vorteil an dieser Frucht ist, dass sie so halb transparent ist. Ja, die kann man wunderbar von hinten durchleuchten und das ist nachher ein toller Effekt, den man erzielen kann, wenn man eben entsprechend diese Frucht einfach von hinten mit einer einzigen Taschenlampe, das ist das einzige Licht, was wir heute hier benutzen, durchleuchten. Dann kann man sozusagen diese Frucht, die hier drin liegt, die kann man dann sehen und man kann diese feine Maserung, die im Endeffekt auch hier auf dieser Außenhaut ist, die kann man perfekt erkennen. Ein ganz tolles Motiv, um das entsprechend vielleicht irgendwo in seiner Küche aufzuhängen oder wie auch immer, ja, schön groß auf Acrylglas oder wie auch immer, das sieht richtig toll aus. Okay, und wir werden dieses Bild nicht in einem Foto hinbekommen, denn ich fotografiere hier mit einem Makroobjektiv. Und zwar ist das das 100 mm Makroobjektiv von Canon. Und ich bin sehr nah mit der Kamera dran, auch das zeige ich jetzt gleich mal. Und dadurch haben wir das Problem, dass wir im Endeffekt nicht mit einem Foto das Bild scharf bekommen werden. Und das hatte ich ja im letzten Film schon mal demonstriert. Ja, je näher wir an einem Objekt sind, desto mehr Unschärfe, also Tiefenunschärfe bekommen wir. Ja, oder Tiefenschärfe. So, also desto weniger Tiefenschärfe bekommen wir. So muss man es jetzt wieder richtig ausdrücken, sonst meckert nachher wieder einer. So, und ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt mal hier meine Osmo Pocket und wir gehen jetzt hier mal im Detail durch. So, die habe ich hier schon bereitgestellt. Und jetzt fangen wir mal an, hier mal durchs Studio zu gehen. Ich drehe die Kamera mal vom Selfie weg. Und ja, also, ich habe meine Kamera aufgestellt auf einem Studio-Stativ. Das ist ein wirklich sehr stabiles Stativ von Manfrotto.
Das würde ich auch wirklich nur im Studio benutzen. Ich kann hier wirklich feinste Details hier mit diesen Rädchen hier eindrehen, also reindrehen und also wirklich auf Millimeter genau kann man hier mit arbeiten. Das ist wirklich ein tolles Stativ. Falls da mal Interesse besteht, was ich da für ein Stativ und für einen Stativkopf drauf habe, könnt ihr mich gerne mal, ja, könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben und mal Fragen stellen. Ja, also sehr gerne. Dann habe ich hier die 5D Mark IV und entsprechend hier habe ich dann, ja, ich hoffe, man kann das hier alles so sehen. Na, ich werde das jetzt noch mal ein bisschen runterfahren hier. Habe das 100 mm Makroobjektiv von Canon drauf und da kann ich halt wirklich schön an mein Motiv heran und ja, habe nicht das Problem, dass ich das nachher wegen der im Abstand nicht scharf gestellt bekomme. Ja, das Problem haben wir ja bei den Objektiven, dass man eben einen bestimmten Mindestabstand einhalten muss. So, zu den Kameraeinstellungen werden wir gleich kommen. Das sehen wir nachher auf dem Monitor, beziehungsweise, ja genau, das können wir nachher auf dem Monitor sehen. Ich schaue mal ganz kurz, was wir hier für Einstellungen haben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir haben eine Blende 2,8 mit ISO 160 und eine Verschlusszeit von einer Drittelsekunde. Ja, so, und ich werde mal hier das auch mal auf meiner Kamera zeigen. Ja, nein, ich kann das jetzt nicht auf der Kamera zeigen, weil ich ja hier im Tethered-Shooting bin. Ganz genau können wir jetzt nicht sehen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Kabel angeschlossen. Das Kabel geht entsprechend zum Computer und wir haben das eben entsprechend hier direkt am Computer verbunden. Das nennt man dann das sogenannte Tethered-Shooting und das kann man natürlich auch anders machen. Ihr müsst das jetzt nicht unbedingt in dieser Form machen, aber ich kann euch nur sagen, das ist wirklich eine sehr praktische Sache. Jetzt schaue ich mal wieder in diese Kamera hier. Das ist wirklich eine sehr praktische Sache, wenn man Tethered-Shooting macht, weil ja, man kann es direkt auf einem großen Monitor entsprechend begutachten und so kann man wirklich sagen, okay, alles klar, das Bild ist scharf oder unscharf oder wie auch immer. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Fokus-Stacking zu machen. So nennt man das nämlich, wenn wir jetzt in verschiedenen Schärfeebenen arbeiten, also mit verschiedenen Fotos, wo wir entsprechend immer wieder die Schärfe nachziehen und entsprechend dadurch, ich werde jetzt noch mal eben kurz die Kamera hier, so, die werde ich jetzt noch mal hier eben ins Stativ stellen. So, und gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Ganz kurz noch mal zum Fokus-Stacking. Also, Fokus-Stacking, wir schaffen das Bild nicht in einem Bild scharf zu bekommen, weil wir so nah dran sind. Also werden wir ein Fokus-Stacking machen. Heißt, ich fotografiere die vorderste Ebene dieser Frucht, dann habe ich die vorderste Ebene scharf, dann zoome ich ein wenig in mein Objekt rein, Millimeter sind das wirklich nur, Millimeter, und mache ein neues Foto, wieder ein Stück rein, neues Foto, wieder ein Stück rein, noch ein Foto. Und das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen. Wir machen das heute mit der Software Helikon Focus. Wenn ich diese Software schon besitze, dann werde ich es natürlich auch genau so machen, weil das ist wirklich eine ganz präzise Geschichte. Aber ich möchte euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Man kann das eben entsprechend auch direkt am Fokus immer ein Stückchen weiter drehen und schärfer stellen. Man kann auch einen Schlitten drunter bauen und kann eben mit einem Schlitten das entsprechend immer weiter ja, verstellen. Also man kann im Endeffekt die Kamera fein justiert weiter nach vorne und nach hinten bewegen. Auch dann ist das ein Fokus-Stacking oder das eben mit dem Fokusrad an der Kamera erledigen. Wir aber werden das mit Helikon Focus entsprechend machen. Die Software ist auch hier im Hintergrund schon geöffnet. Da werde ich auch eine Bildschirmaufnahme von machen, sodass ich euch das auch direkt nachher am Monitor zeigen kann, was da passiert. Also tolle Software, kann ich nur empfehlen. Kostet ein bisschen was, muss man nicht machen. Man kann es eben entsprechend auch nachher in Photoshop manuell zusammenbauen. Auch das werde ich euch dann mal in einem weiteren Film zeigen. Wir machen es jetzt ja, wie gesagt, mit der Software. Die Bilder habe ich aber trotzdem die verschiedenen Schärfeebenen und ja, mache ich vielleicht dann direkt im anschließenden Film, dass ich euch das zeige, wie man das eben auch mit Photoshop hinbekommt. Okay, alles klar. Ich nehme wieder meine Kamera und zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Und zwar habe ich jetzt von der Rückseite, ich schiebe jetzt mal meinen Computertisch ein bisschen nach hinten, von der Rückseite eine Taschenlampe montiert. Die Taschenlampe mit hochwertigem Equipment
eben entsprechend angesetzt hier, also festgemacht, muss man auch entsprechend natürlich nicht so machen, um Gottes Willen. Da gibt es natürlich auch wesentlich einfache Methoden. Vielleicht könnt ihr die Taschenlampe irgendwie, sag ich mal, ja, auf den Tisch stellen und da irgendwas drunter legen. Und dann, wichtig ist, ich habe einen Karton. Das ist ein ganz normaler ja, Bastelkarton entsprechend von Obi. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung von Obi. Und ich habe im Endeffekt hier ein ganz, ganz kleines Loch da reingemacht. Und zwar knapp oberhalb von dieser Platte, die ich als Untergrund genommen habe. Ja, also hier ist so ein ganz kleines Loch drin. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt eben entsprechend sehen kann. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Ja, ich hoffe, man kann es nachher auf dem Video sehen. Da ist ein Loch drin. Den habe ich einfach mit dem Kugelschreiber da reingedrückt. Und genau da muss die Taschenlampe das Licht durchleuchten. So. Und das habe ich genau ausjustiert. Jetzt bin ich natürlich gerade gegen die Platte gekommen. Ich hoffe, dass das jetzt alles noch passt und dass ich jetzt hier nicht noch hin und her schieben muss. Das ist wirklich eine ganz blöde Sache, wenn man irgendwo gegenkommt. Man hat da wirklich, ja, eine Stunde habe ich, glaube ich, gebraucht, um das genau zu justieren, dass eben das Licht perfekt da durchkommt, ja. Weil wenn man das nicht richtig justiert, wenn ihr das mal wirklich nachbauen solltet, dann werdet ihr erst sehen, dass das nicht so toll ist. Dann kommt das Licht zu einer Seite vorbei oder sonst irgendwas. So, und die Frucht wird jetzt von hinten durch die Taschenlampe durchleuchtet, eben genau mit diesem kleinen Punkt, der da jetzt durchscheint von der Taschenlampe, kommt dieser kleine Punkt genau auf der Frucht an und der Rest von dem Schein von der Taschenlampe, die jetzt praktisch hier hinter, ja, wie gesagt, festgemacht ist, scheint ja immer noch so ein bisschen auf den Hintergrund drauf und dadurch wird der auch nochmal angeleuchtet und ja, ist dann so hell zu erkennen, wie ihr das ja auf dem Bild gerade schon gesehen habt. Okay, gut. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt soweit nichts vergessen. Ja, also der Bastelkarton, ganz normal vom Baumarkt. Und hier als Untergrund habe ich einfach eine Fliese genommen, eine hochglänzende schwarze Fliese. Das muss jetzt kein Glas sein. Diese Fliese habe ich tatsächlich beim Baumarkt bekommen, umsonst, weil ich gesagt habe, ich brauche die als Muster. Kann man mal probieren. Manche Baumärkte machen das, den geben sie einem diese Platte sogar umsonst mit. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht mal so 5 Euro dafür haben wollen. Ja? Also wenn ich jetzt mal überlege, was ich jetzt hier, wenn man mal sagt, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt diese Stative und hier diese waagerechte ja, Geschichte hier, wo ich das alles angebracht habe. Und hier hinten noch die Stative, die wollen wir mal nicht dazu rechnen. Das kann man, wie gesagt, auch hier mit dem Besenstiel lösen, die Taschenlampe vielleicht irgendwas drunter legen, hinter der Pappe auf dem Tisch und dann eben so positionieren, kann man mit Sicherheit anders machen. So, also von daher gesehen, sage ich mal, habe ich eine Fliese, die nichts gekostet hat, die Physalis, ja, die esse ich nachher, also hat die mich auch nichts gekostet und die Taschenlampe, die wird wahrscheinlich jeder zu Hause haben, ja, also ich gehe mal davon aus, dass jeder irgendwie so eine Taschenlampe zu Hause hat. Ja, es muss nicht unbedingt mit jeder Taschenlampe gleich gut funktionieren, muss man einfach mal probieren. Okay. Alles klar, das eben jetzt entsprechend dazu und ich habe, wie gesagt, eine Drittelsekunde eingestellt. Jetzt hier kann man das sehen, eine 2,8er Blende, also die ISO von 160, die habe ich im Endeffekt vorgewählt, ja, weil ich halt ganz wenig Rauschen haben möchte. Eine 2,8er Blende habe ich eingestellt, damit ich noch mehr Licht reinkriege. Man könnte auch eine geschlossenere Blende nehmen, aber ich wollte euch ja auch mal entsprechend zeigen, wie das mit dem Fokus-Stacking funktioniert und dementsprechend habe ich die Blende einfach mal offen gelassen, ja, damit man eben entsprechend die Unschärfe hat und man dann dadurch eben ein Fokus-Stacking machen muss. Gut, und die Verschlusszeit ergibt sich eben aus den beiden Einstellungen. Alles klar, dann werde ich die Kamera mal wieder positionieren in der Halterung und dann werden wir mal loslegen. Und zwar werde ich jetzt entsprechend die Lichter ausmachen müssen, also das Dauerlicht. Dann wird es jetzt natürlich hier gleich ein bisschen dunkel, damit ich jetzt eben entsprechend das Foto machen kann. Ansonsten wird das natürlich nichts. Also wir schalten jetzt die großen Lampen aus. Da wir ja mit langer Belichtungszeit arbeiten, würden wir sonst ansonsten nur diese ganzen Lichter hier sehen. Dann würde das Bild natürlich nichts werden. Ich schalte dazu jetzt schon mal hinten die Taschenlampe ein. So. Ich hoffe, wie gesagt, es hat sich jetzt hier nichts bewegt, auch wenn ich dagegen gekommen bin.
Und dann werden wir entsprechend mal die Lichter ausmachen. So, ein Licht, zack, aus. Und dann habe ich hier noch ein Dauerlicht, das machen wir auch mal aus. Jetzt hier stehe ich voll im Weg, aber ist ja vollkommen egal. Jetzt seht ihr natürlich nichts mehr. Und ich versuche das jetzt mal mit der Kamera einzufangen hier. Mal schauen, ob man da noch was sieht. So, jetzt habe ich mal die Kamera gedreht. Und man kann jetzt sehen, wie die Lampe von hinten die Frucht durchleuchtet. Das kann man schon wunderbar jetzt auch direkt sehen, ohne dass wir jetzt ein Foto gemacht haben. Und wenn wir jetzt mal hier auf den Monitor filmen, da sehe ich jetzt schon die Vorschau von dem Bild. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich werde jetzt auf die Bildschirmaufnahme wechseln von Helikon Focus. Und dann ist es ja auch egal, ob das Studio dunkel ist. Dann ja, sehen wir uns gleich an meinem Monitor wieder. So, und Helikon Focus ist jetzt hier geöffnet und wir haben jetzt eine Live-Vorschau. Also die Kamera wird automatisch dann auf Live-View gestellt und wir können dieses Bild jetzt hier direkt sehen. Und Helikon Remote ist das jetzt erstmal, da machen wir die Aufnahmen. Ich werde da jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil das ist ja schon etwas komplizierter. Ich werde das jetzt genau so machen, wie ich das eben mache, um das Bild vorzubereiten, um die Aufnahmen zu generieren. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Software erklären, weil dafür würde der Film dann hier definitiv zu lang werden. Und wenn wir die Aufnahmen gemacht haben, dann wechseln wir rüber zu Helikon Focus. Da wird das dann zusammengerechnet. So, und ich werde jetzt hier sehen wir, ist die vorderste Front, sag ich mal, von der Frucht in der Unschärfe. Und ich möchte da auch schon anfangen, also noch nicht schon erst, wenn im Endeffekt irgendwo schon was scharf ist, sondern ich werde jetzt hier schon meinen ersten Fokuspunkt setzen, indem ich jetzt hier auf das A klicke und hier ein Schloss bekomme. Und ich werde jetzt über diese Pfeiltaste hier in mein Objekt reinzoomen, also nicht reinzoomen, sondern rein fokussieren, ja, bis ich wirklich die komplette Frucht bis nach hinten scharf habe. Ja, wir sehen, die Schärfenebene, die verlagert sich immer weiter nach hinten. Und wir können hier schon sehen, wie viele Aufnahmen wir im Endeffekt unterm Strich haben. Es sind jetzt schon 10 Aufnahmen. Und ich gehe jetzt immer weiter rein, bis ich wirklich sicher bin, dass ich bis hinten hin alle Schärfeebenen hatte, wo eben die Frucht dann einmal scharf war. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Ich werde sogar noch ein bisschen weiter rausgehen. Jetzt ist die Frucht schon wieder komplett unscharf. Das will ich auch so haben. Ja, die Software, die wird nachher nur die scharfen Bereiche zusammenrechnen. Wie gesagt, das ist ein Punkt, das können wir auch in Photoshop machen. Ich möchte aber hier in dieser Software machen. Und wie das in Photoshop geht, das zeige ich euch auf jeden Fall nochmal in einem weiteren Film. Denn diese Bilder, die jetzt diese Software macht, die habe ich auf jeden Fall auch auf dem Computer gespeichert. Okay, jetzt habe ich die hinterste Schärfeebene eingestellt und werde jetzt auf das B klicken. Und jetzt habe ich hier auch ein Schloss. Und jetzt kann ich hier oben auch sagen, Aufnahmen beginnen. Das werde ich jetzt machen. Jetzt wird die Software wieder an den ersten Punkt zurückkehren, wo wir angefangen haben. Und jetzt hören wir schon im Hintergrund. Ja, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Die Kamera macht jetzt komplett selbstständig automatisch die Fotos. Der wird jetzt alle 16 Fotos machen. Wir können jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, 16 Fotos muss er machen. 5 hat er schon gemacht. Und ja, wir warten jetzt mal ab, was passiert. Wenn er fertig ist, dann werde ich euch das weiter zeigen. So, die Software hat die Bilder alle komplett gemacht. Wir haben jetzt hier 16 Bilder entsprechend gemacht bekommen. Ne, sogar 17 Bilder wurden nach diesem Ordner entsprechend verschoben. Möchten Sie Bilder in Helikon Focus betrachten? Ja, das wollen wir. Also klicke ich auf Ja. Und jetzt wird mal eben kurz gerechnet. So, und jetzt sehen wir das erste Bild, was gemacht wurde. Und wenn wir jetzt hier mal hochscrollen, dann sehen wir ja alle weiteren Bilder. Und wenn ich jetzt auf Rendern klicke, hier gibt es verschiedene Methoden, aber ich habe es natürlich vorher schon mal ausprobiert. Diese Methode passt sehr gut. Die muss man eventuell alle mal ausprobieren. Ja, Methode A, B und C, alle mal einzeln ausprobieren. Eigentlich klappt das mit A immer schon ganz gut.
Ich brauche jetzt im Endeffekt einfach nur noch auf Rendern klicken und ja, dann wird die Software alles automatisch machen. Also, ich drücke jetzt mal auf Rendern und jetzt die Software rechnen und wird jetzt jedes einzelne Bild überlagern über das nächste Bild. Die werden alle jetzt nach der Schärfe eben entsprechend überlagert und wir haben nachher ein durchgehend scharfes Bild. Das dauert jetzt ein wenig. Von daher gesehen werde ich jetzt nochmal eben entsprechend in die Kamera quatschen, wie wir weiter vorgehen. Ja, liebe Zuschauer, der Rechner, der ist jetzt hier fleißig am Arbeiten und wir werden jetzt mal warten, bis das Bild komplett schlussendlich fertig durchgerechnet ist und dann schauen wir uns das Bild eben entsprechend nochmal auf dem Computer an, wie es aussieht und dann werden wir nochmal eine komplette Bearbeitung am Computer machen. Wir werden eine RAW-Entwicklung durchführen. Ich werde das Bild gleich im DNG entsprechend abspeichern. Und ja, der Rest funktioniert eben jetzt ja am Computer. Von daher gesehen, ich hoffe, ich habe euch das hier einigermaßen verständlich erklärt. Ja, das ist eben ein ganz einfacher Lichtaufbau. Wir haben eine Fliese vom Baumarkt, die ich umsonst bekommen habe. Wir haben eine Taschenlampe, die entsprechend durch diese Pappe hier, die habe ich vorhin tatsächlich unterschlagen, die musste ich natürlich aufkaufen. Ich glaube, die kostet 2,50 Euro oder so beim Obi. Ja, also minimaler Aufwand an Geld, den man ja investieren muss, um ein tolles Motiv zu machen, was man vielleicht anschließend mal schön auf einer Acrylplatte entsprechend ausdrucken könnte. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich nur noch am Monitor wieder und dann werde ich da eben entsprechend das Bild schlussendlich bearbeiten. Wir sehen uns, bis gleich. So, Helikon Focus hat das Bild durchgerechnet. Alle Ebenen wurden verrechnet miteinander. Wir haben hier auf der rechten Seite das endgültige Ergebnis und hier haben wir noch das erste Bild, was noch unscharf war. Und wir könnten jetzt entsprechend hier auf Nachbearbeiten gehen und könnten hier noch direkt in der Software, wenn wir da irgendwelche Fehler entdecken, noch die Schärfen ja manuell noch korrigieren. Ich würde jetzt aber sagen, das werden wir jetzt hier in der Software weiter nicht machen. Ich werde mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ja, ein bisschen kleiner können wir es mal machen. Und wir sehen auf jeden Fall, das Bild ist durchgehend scharf. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwer am Rechnen gerade und ich gehe jetzt hier nochmal komplett auf Vollansicht und ich würde sagen, das Ergebnis wird auf jeden Fall gut sein und wir werden das jetzt entsprechend speichern, indem ich jetzt hier auf Speichern klicke und ich nochmal auf Speichern klicke. Wir können uns jetzt entscheiden, als was wollen wir das denn speichern. Ich werde es als DNG speichern, also als digitales Negativ. Ja, wie ein RAW aus der Kamera, da können wir noch jede Menge eben entsprechend daran arbeiten. Ich werde das hier in meinem Film Neuer Film, in meinem Ordner Neuer Film speichern. Gehe entsprechend auf Sichern und das Bild wird gesichert. So, dann können wir Helikon Focus beenden, brauchen wir nicht mehr. Und die Software Helikon Remote können wir auch entsprechend schließen. Und hier ist mein Aufzeichnungsprogramm, das schieben wir mal zur Seite. Und dann werden wir mal in die Bridge gehen und werden uns mal das Bild jetzt mal vernünftig anschauen. So, und hier haben wir den falschen Ordner, da ist jetzt das Bild und dann werden wir uns das mal in groß anschauen. Ja, und ich würde mal sagen, das sieht doch schon, na, in 100% Ansicht, das sieht doch mal scharf aus. Ja, wir sehen wirklich jedes feine Härchen hier auch am Stiel. Der Stiel ist ein bisschen dunkel geraten, muss ich sagen. Okay, das werden wir wohl auch in der Nachbearbeitung nicht retten können. Das sieht wirklich sehr dunkel aus. Und wir sehen schon hier, ich hätte die Platte vielleicht noch mal ein bisschen sauber machen sollen. Ja, mein Lichtaufbau stand jetzt schon ein paar Stunden und dann hat sich hier wohl ein bisschen Dreck gesammelt. Ja, und wir werden jetzt das Bild einfach mal im RAW-Converter öffnen durch einen Doppelklick. Und dann öffnet sich Photoshop. Und dann wird der RAW-Converter aufgehen, weil wir ein digitales Negativ haben. So. Und dann können wir mal schauen, was können wir jetzt hier entsprechend machen. Ich werde zum einen jetzt mal hier die Frucht, die werde ich noch mal ein bisschen heller rausholen, indem ich jetzt hier mal in den Maskierungsmodus gehe und werde mir jetzt hier mal einen Radialverlauf nehmen, werde den mal hier entsprechend aufziehen.
Weil mir ist die Frucht da ein bisschen zu dunkel geraten, finde ich. Da könnte man jetzt hier noch ein bisschen nachhelfen, indem wir hier einfach mal die Belichtung mal ein bisschen in die Höhe ziehen. So, finde ich es persönlich so besser. Ja, dann ja, haben wir hier noch so ein bisschen mehr Licht drin. So, das Gleiche müssen wir natürlich dann auch einmal bestätigen, im Schatten machen. Also auch hier werde ich jetzt nochmal einen Radialverlauf aufziehen und werde jetzt hier auch das Licht noch mal ein bisschen erhöhen. Ja, falls euch das jetzt zu schnell geht, ich habe zum RAW Converter entsprechend schon Videos gemacht. Schaut mal in meinen Film rein, da gibt es einen Film oder mehrere sogar zum Thema Camera RAW Filter. So, auch das habe ich ein wenig heller gemacht. Na klar, wenn das hier oben hell ist, muss das ja im Schatten entsprechend auch hell sein. Nicht im Schatten, in der Spiegelung meine ich natürlich. So, und was können wir noch machen? Ich finde, dass das Licht hier ein wenig zu hell ist. Da ist ein bisschen zu viel Licht reingekommen. Das werde ich jetzt nochmal bestätigen, damit wir aus dem Modus hier rauskommen. Und dann gehe ich hier in die Grundeinstellungen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die Lichter ein wenig runtersetzen. Das sehen wir schon, ah ja, da kriegen wir auf jeden Fall noch wesentlich mehr Zeichnung rein, ne? Das war schon ein wenig ausgefressen. So, und ich würde jetzt ein bisschen reinzoomen und ich würde jetzt also wirklich ein schön scharfes Bild, werde aber trotz alledem nochmal, da gehe ich doch nochmal raus, die Klarheit des Bildes noch ein wenig erhöhen. Ja, da kriegen wir nochmal viel mehr Brillanz hier rein. Und die Struktur, ja, die lasse ich so. Ich könnte mal schauen, wenn wir die Struktur runterregeln, ob vielleicht die Krümel hier oder der Staub auf der Platte verschwinden, aber das lasse ich dann doch besser auf den Originalzustand. Das mache ich dann lieber anschließend mit Photoshop. Ja, was können wir noch machen? Da kann man noch, ja, im Endeffekt wirklich jede Menge machen, aber ich will es jetzt hier auch nicht ausreizen. Ich finde, eigentlich finde ich das Ergebnis schon toll. Das sieht schon wirklich toll aus, was hier rausgekommen ist aus der Kamera. Und was ich jetzt noch machen würde, das würde ich natürlich in Photoshop machen. Ich würde hier dieses Grisselige, also dieses Rauschen, ist eigentlich kein Rauschen, das ist natürlich die Struktur von der Pappe, von der roten Pappe. Die sieht man natürlich, weil die Taschenlampe entsprechend sehr doll hier durchgeleuchtet hat. Und dadurch sieht man eben die Struktur von dem Karton. Das kann man nachher im, ja, mit dem Weichzeichner, mit dem Gausschen Weichzeichner eventuell ein wenig weicher zeichnen. Ja, dann würde ich hier im Endeffekt hier alles rundherum ein wenig weicher zeichnen. Und dafür würde ich direkt die Frucht als Auswahl generieren hier und dann würde ich eben entsprechend den Hintergrund weich zeichnen. Okay, also ich denke mal, also viel mehr würde ich jetzt hier auch gar nicht machen wollen. Ja, also wir haben im Endeffekt die Lichter ein wenig runtergezogen. Wir haben hier zwei Radialfilter aufgezogen, um hier entsprechend diese Frucht, die hier hinter dieser Haut liegt, ein wenig mehr rauszuholen. Eventuell könnte man noch, ja, vielleicht mal schauen, ob wir im Bereich Color Grading noch die Lichter ein wenig, ja, die Lichter natürlich ein wenig gelber gestalten. Ja, das gefällt mir ganz gut, wenn wir hier noch entsprechend, ja, die Lichter noch ein bisschen gelb einfärben. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und die Mitteltöne, die würde ich jetzt im Endeffekt so lassen. Ja, gut. Und ansonsten würde ich hier auch gar nichts großartig machen. Die Vignette, die ich immer ganz gerne in meine Bilder mache, die ist natürlich jetzt hier schon von Natur aus drin. Wir könnten das Bild noch ein wenig zuschneiden. Ja, kann man mal machen, dass wir das Bild noch ein bisschen mehr vergrößern. Also wir verkleinern das Bild natürlich jetzt, aber ja, dass wir eben einen anderen Bildausschnitt nehmen, dass die Frucht einfach noch präsenter ist, ja, sowas in diese Richtung. Man würde jetzt ja sagen, okay, was ist denn hier mit dem goldenen Schnitt? Ich würde sagen, ja, also goldener Schnitt, dass wir hier irgendwo ein bisschen hier in diesem Bereich das Hauptmotiv setzen. Aber dieses Bild, finde ich, lebt ganz einfach davon, dass das so richtig mittig im Bild ist. Ja, da würde ich auf keinen Fall jetzt irgendwas mit dem goldenen Schnitt oder Drittelregel oder so arbeiten. Das würde ich genauso lassen, würde das bestätigen und dann habe ich ja das Bild schon zugeschnitten. Und den Rest würde ich im Endeffekt in Photoshop machen. Da ich euch ja versprochen habe, sowieso noch einen zweiten mit Photoshop zu machen, um euch zu zeigen, wie ihr, ja, wenn ihr nicht mit Helikon Focus gearbeitet hättet, wie ihr das im Endeffekt zusammenrechnen könnt. Ja, die Bilder, die werden ja auch noch gespeichert entsprechend.
Also ich habe nicht nur dieses fertige Bild jetzt gespeichert, sondern ich habe bei Helikon Focus auch die Originalbilder gespeichert. Und da werde ich euch im nächsten Film einmal zeigen, ja, wie das entsprechend in Photoshop funktioniert. Und da werde ich euch dann auch mal zeigen, wie ich das Bild im Endeffekt komplett final bearbeite. Also wie ich den Hintergrund hier noch ein bisschen weicher zeichne, wie ich alles noch ein bisschen brillanter mache. Also brillant finde ich das insgesamt schon so, wie es jetzt ist. Aber auf jeden Fall würde ich hier noch am Hintergrund ein bisschen was machen. Ich würde hier die ganzen Fusseln hier noch ein bisschen beseitigen. Das Thema im nächsten Film, also ein Photoshop-Thema mal wieder. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. Und ich hoffe, euch hat hier mal dieser Film gefallen. Mein erster Film, mein erster praktischer Film zum Thema Fotografie. Ja, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr den nächsten Film auch nicht verpassen, wo ich entsprechend euch zeige, wie das Ganze in Photoshop weitergeht. Bis dann!